Sie Newman, müssen Sie unbedingt so tief fliegen? Das ist doch hier flach wie ein Teller, Senator. Was soll denn da schon passieren? Außerdem sieht es doch ganz hübsch aus, wenn man so eine Sandschleppe durch die Wüste zieht. Das ist fast ein bräutliches Gefühl. Ich hatte nicht vor, mich mit dieser Wüste zu verheiraten, Newman. Gehen Sie also etwas rauf. Ist leider nicht möglich. Wir müssen unter der Radarschwelle der zivilen Luftüberwachung bleiben. Sie brauchen schließlich die Zukunft. Was soll denn das? Was war denn das? Er hat uns aus Erkennungsgründen angeflogen. Deswegen muss er uns ja nicht gleich die Helikopterflügel abrasieren. Da müssen Sie Verständnis für haben. Wenn ein Düsenjägerpilot Wüste unter sich hat, da kommt's einfach über ihn. Das ist doch Angeberei. Da drüben setzen wir ab, Senator. Ja, das sieht ja aus wie Ölbohrungen. Genau den Eindruck soll's auch machen. Was denn, und in den paar Baracken da wird am Projekt Tic-Tac gearbeitet? Die Baracken stehen nur aus Tarnungsgründen da. Die eigentlichen Anlagen sind unterirdisch. Aber irgendwas Sichtbares muss ja am Ende der Zufahrtsstraße liegen. Unsere speziellen Freunde können von ihren Spionagesatelliten schließlich jeden Kamelhöcker fotografieren. So, und jetzt geht's runter. Da wirbeln Sie bloß nicht zu viel Sand auf. Das da drüben ist unser Empfangsgebäude. Da setzen wir ab, Senator. Darf ich vorstellen? Sam Creighton. Er gehört zum engsten Forscherteam. Sie sind also aus Washington gekommen, um zu schauen, wo all die schönen Milliarden geblieben sind. Allerdings. Und ich will hoffen, dass ich hier einigermaßen überzeugend über die Verwendung dieser Gelder informiert werde. Es hat es doch noch nie gegeben, dass solche Summen in ein Unternehmen investiert werden, von dem wir im Verteidigungsausschuss nur wissen, dass es Tic-Tac heißt. Wenn Ihr Haushaltsexperte die finanziellen Verschiebungen nicht entdeckt hätte, dann wäre Ihnen nicht einmal diese Bezeichnung bekannt. Unser Projekt unterliegt dem allerhöchsten Grad der Geheimhaltung. Neues Waffensystem? Ich würde eher sagen, eine Vorrichtung, die uns unvorstellbare Wirkungsmöglichkeiten in die Hand gibt. Bitte, der Lift. Irgendwas Neues, Sam? Kann man wohl sagen, es ist drüben. Die Tonübertragung läuft. Was? Das sagst du erst jetzt? Ist tatsächlich drüben? So ist es. Unser Karnickel ist drüben. Sie haben eben ein Karnickel erwähnt. Züchten Sie hier denn sowas? Nein, Senator. Dazu wächst hier in der Gegend nicht genug Löwenzahn. Dann war es also eine Schiffre. Nein, das war kein Codewort. Es ist ein richtiger weißhaariger Grünzeugfresser. Und was soll bedeuten, es wäre drüben? Haben Sie es ins Jenseits befördert, auf den Mond oder in die Pfanne? In ein gewisses Jenseits haben wir es allerdings befördert. Wir hoffen es jedenfalls. Hört der Flur denn überhaupt nicht auf? Es ist eine weitläufige Anlage, Sir. Ja, völlig leer. Ich habe hier noch niemand gesehen, außer den Posten da oben. Aus Gründen der Geheimhaltung und der Rationalisierung arbeiten wir möglichst viel mit kybernetischen Systemen. Die quatschen nicht. Ja, aber das Tippen da, das klingt doch mehr nach menschlichem System. Allerdings, wenn Sie vielleicht einen Blick hineinwerfen wollen, lohnt sich. Ja. Das ist Jane. Wir haben sie aus dem Playboy ausgeschnitten und ein bisschen inkarniert. Hübsch, nicht wahr? Hallo, Senatorchen. Ja, doch, sehr hübsch allerdings, ja. Tja, dann, wenn wir vielleicht weitergehen könnten. Bye-bye, Tony. Bye-bye, Sammy. Bye-bye, Senatorchen. Der Entschluss mit dem Inkarnieren hat uns eigentlich noch nicht gereut, Tony, oder? Nein, das kann man nicht sagen. Wie lange geht denn das hier noch so weiter? Nur noch ein paar Formalitäten bei unseren beiden wildhübschen Bullen, dann sind wir soweit. Zur Identifikation, verstehen Sie? Hallo, Jungs. Was ist? Na, Ihren Fingerabdruck, Senator. Ein Fingerabdruck? Achso, ja. Bitte. Okay. Das wäre unsere zweite Dame, Dido. Sie wissen ja, Reaktoren sind meist weiblichen Geschlechts. Wegen der Kettenreaktion. Also, ja. Nicht wahr, Dido? Oh, sie brütet gerade Neutronen aus. Wir wollen sie dabei nicht stören. Also, Sam, du meinst wirklich, wir haben das Kanickel nach drüben gekriegt? Na, du bist ja hören. Gary! Moment. Gary, unser hoher Besuch ist da. Senator Clark vom Verteidigungsausschuss. Ich stehe gleich zur Verfügung. Ich muss erst die Modulation etwas deutlicher reinkriegen. Ah, schon besser, wie? Wenn wir nur wüssten, wo dieser Wald ist und wann.
Wenn da ein Kalender am Baum hing, könnten wir unser Kanickel ja anweisen, es soll mal draufschauen. Aber lassen wir es lieber ein bisschen ausruhen. Die Transformation war anstrengend genug für das arme Biest. Ich schalte mal leiser. So, jetzt kann ich Sie begrüßen, Senator. Phillips, Gary Phillips, vom Pentagon zum Unternehmen Tic-Tac abkommandiert. Sagen Sie, kennen wir uns nicht irgendwie? Das kann sein. Hatten Sie öfter mit der Luftwaffe zu tun? Ach, schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte Sie woanders gesehen. Vielleicht beim Fischen? Irgendwo im schönen Staate Pennsylvania? Ach, Sie gehen auch auf Forellen? Aber sicher. Fischen, nicht Angeln. Ja, da erkennt man sich gleich. Fischen, nicht Angeln. Ja, dass Sie aber gleich auf Pennsylvania tippen, ist nicht schlecht. Naja, Sie sind uns ja avisiert worden, Herr Senator. Fischen Sie noch manchmal in Pennsylvania? Ja, sicher, ja. Ich stamme ja aus der Gegend. Troutwater, Stony Creek und so weiter. Aha, ja. Ja, aber im Moment interessiere ich mich eigentlich mehr für Kaninchen. Ihre Kollegen waren reichlich zurückhaltend. Erklären Sie mir wenigstens, was das hier alles bedeuten soll. Kaninchen, drüben und so. Ich will hoffen, wir finanzieren hier keine spiritistischen Sitzungen. Na, dazu brauchte man nicht diese unterirdischen Anlagen. Hier geht es streng wissenschaftlich zu. Ah, ja. Ja, und das da drüben, was ist das? Ich meine diesen Tunnel hier. Das ist das eigentliche Zentrum unserer Forschungsanlage. Ziemlich tief. Scheint mir, man sieht gar nicht, wo er aufhört. Und das liegt natürlich auch an der irisierenden Beleuchtung, an den Metallreflexen. Aber er ist tatsächlich ziemlich tief. Ruf doch mal rein, Sam. Mhm. Hallo! Ich darf es kurz machen, Senator. Durch diesen Tunnel vollziehen wir chronometrische Transformationen. Das heißt, im Moment scheint uns das zum ersten Mal gelungen. Allerdings vorerst nur mit einem Kaninchen. Ein historischer Augenblick und Sie können sagen, ich bin dabei gewesen. Es hat sich erwiesen, dass wir durch diesen Zeittunnel Lebewesen in die Vergangenheit versetzen können. Wie? In welche Vergangenheit? In dem Punkt besteht leider noch völlige Unklarheit. Vielleicht können wir akustisch noch was rausholen. Dreh noch mal lauter, ja, Gary. Bin schon dabei. Ich höre immer bloß Natur. Wenn da wenigstens ein Flugzeug wäre oder eine Glocke. Sei doch mal ruhig. Nein, es war doch nichts. War nur ein Rauschen. Was geschieht jetzt mit diesem Kaninchen? Wir werden es bald zurückholen. Wie soll das vor sich gehen? Wir haben dem Versuchstier Spezialgurte angelegt. Einmal zur Anbringung von Außenmikrofon, Herzsensor und Mikrosender. Und dann vor allem als korrespondierendes System für unser Kraftfeld. Ohne diese Gurte wäre eine Zeittransformation nicht möglich. Ja, wie wird die überhaupt möglich? Ich meine technisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich Herr das Senator, hier... Sie wollen sich darüber informieren, ob die Gelder des Sonderfonds sinnvoll ausgegeben werden. Ja, ja. Wir hoffen, der Einblick in unsere Arbeit wird Sie davon überzeugen. Darüber hinaus dürfen wir Ihnen leider keine technischen Angaben machen. Als Mitglied des Verteidigungsausschusses werden Sie Verständnis dafür haben. Sie erleben immerhin die Arbeitsweise dieser Anlagen mit. Wissen Sie, wir aus Pennsylvania, wir sind ziemlich nüchterne Leute. Vielleicht gerade, weil es in unserer Vergangenheit oft gespukt hat. Diese Geräusche beweisen mir noch gar nichts. Das lässt sich von jedem Tonband abspielen, das bisschen Herzschlag und Waldrauschen. Das ist ziemlich hart, was Sie da sagen. Finden Sie nicht selbst? Überzeugen Sie mich vom Gegenteil, meine Herren. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist irgendein Tier, das unser Kaninchen beim Wickel haben muss. Ich dachte, das Kanickel nicht wieder zu fassen. Holen Sie es zurück, holen Sie es zurück. Ja, das versuche ich ja doch die ganze Zeit. Wo bleibt denn das Tier? Wie soll Gary denn ein rennendes Kaninchen am Schlawittchen kriegen? Außerdem machen wir das zum ersten Mal. Warum hört man denn nichts mehr? Koordinator 4. Koordinator 4. Na, was ist? Die Verbindung ist abgebrochen. Halt, da ist was. Das muss im Tunnel sein. Tatsächlich. Komm. Du musst keine Angst haben. Ja, bist ein braves Tierchen. Geschirr, Mikrosender, Mikrofon, alles da dran. Auch der Herzsensor. Na, fabelhaft. Da können wir ja die Geräte ausschalten. So, jetzt begrüß mal schön den hohen Gast hier. Wollen Sie vielleicht sagen, dieses Kanickel hier hätten Sie aus der Vergangenheit zurück- bzw. herausgeholt? Sie haben es ja selbst miterlebt. Hopp, in Städtchen. Aber meine Herren, ich rede nicht gerne um meine Sache herum, dafür bin ich bekannt. Also ich finde, diese Angelegenheit sieht verdammt nach vollem Zauber aus. Senator, Sie meinen also allen Ernstes, wir hätten diesen Kaninchenkampf für Sie arrangiert? Meine Herren, ich bin schon zu lange im Geschäft, um nicht zu wissen, dass euch Forschern Inspektionen nicht schmecken. Man will sich nicht in die Töpfe gucken lassen, bevor die Sache gar ist.
Vielleicht dient dieser Tunnel also ganz anderen Zwecken. Vielleicht werden da Magnetfelder untersucht, Laserexperimente gemacht, was weiß ich. Ich gebe ja zu, bei diesen plötzlichen Kampfgeräuschen, da war ich im Moment erschrocken, aber das Geschrei und Gewurstel und Geraschel, da lässt sich wie alle anderen Geräusche per Tonband einspielen. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Na, und die Rücktransformation? Dazu genügt möglicherweise eine Klappe, die im rechten Augenblick aufgeht. Gut, wenn Sie meinen. Können Sie mir bitte folgen und sich selbst überzeugen? Wir können ja noch nichts weggeräumt haben. Bitte, Herr Senator. Geben Sie sich keine Mühe. Kommen Sie, prüfen Sie nach, ob sich hier irgendwo so eine mysteriöse Klappe befindet. Wir geben Ihnen die Gelegenheit dazu. Na kommen Sie doch. Nun regen Sie sich nicht so auf, ich gehe in das Ding da nicht rein. Sie müssen keine Angst haben, Senator. Sie landen nicht plötzlich bei den alten Ägyptern. Dazu müssen wir Ihnen erstmal die Grotte anlegen. Außerdem gehe ich ja mit. Also bitte, kommen Sie. Meine Herren, ich habe eben schon gesagt, dass sich von geschickten Technikern alles demonstrieren und kaschieren lässt. Zumindest Nicht-Spezialisten gegenüber. Dann sagen Sie uns, was wir tun sollen, um Sie zu überzeugen. Verlangen Sie etwas, das wir nicht vorbereiten konnten. Ich würde vorschlagen, wir legen erstmal eine kleine Pause ein, Herr Senator. Wir gehen in mein Büro. Da können wir ja dann alles besprechen. Ja, so gut. Einverstanden. Kommst du mit, Tony? Nein, lieber nicht. Gary, du? Ich muss die Instrumente checken. Ich habe eine gesunde Portion Skepsis gehabt. Schon von meiner Großmutter her. Durch komplizierte Apparaturen allein lasse ich mich nicht so schnell reinlegen. Und dann muss ich Ihnen sagen, Creighton, dass mir die ganze Geschichte mit der Zeittransformation sowieso nicht geheuer ist. Ich meine, vom Prinzip her. Dass da ein Mensch in die Vergangenheit versetzt werden soll. Der kann da reden und handeln wie in der Gegenwart. Also, stellen Sie sich doch bloß mal vor. Ja, zum Beispiel, ich lasse mich da zurückversetzen und bringe meinen Großvater um, bevor er heiratet. Na bitte, da würde mein Vater ja gar nicht erst geboren und ich käme schon gar nicht zur Welt. Und trotzdem würde ich das auslösen. Ich bin ja nun mal vorhanden, daran dürfte kein Zweifel bestehen. Und so würde ich dafür sorgen, dass ich nicht vorhanden bin. Also ich weiß nicht, wie man sowas philosophisch nennt, aber funktionieren darf das einfach nicht. Man muss ja nicht gleich annehmen, dass man seinen jugendlichen Großvater umlegt. Also bitte, wir müssen ja gar nicht bei Familienbeispielen bleiben. Nehmen wir irgendwelche historischen Fakten. Da würde die Sache ja noch verrückter. Es kann doch zum Beispiel nicht jemand nachträglich hingehen und er sorgt dafür, dass Edisons Mutter einen anderen Mann heiratet. Und unser großer Erfinder wird nicht geboren, die Glühbirne und der Phonograph werden nicht erfunden. Das Beispiel muss Ihnen doch wohl einleuchten. Ich bin sicher, die Glühbirne und der Phonograph wären mittlerweile auf jeden Fall erfunden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Na gut, bei technischen Erfindungen gebe ich das zu, aber... Also nehmen wir die Politik, die politische Geschichte. Die kann doch nicht einerseits ablaufen bis zur Gegenwart, und das steht ja in allen Schulbüchern, und andererseits begibt man sich nachträglich in die Vergangenheit und krempelt sie um. Vergiftet also beispielsweise den deutschen Kaiser Wilhelm und noch ein paar Politiker dazu, bevor sie den Ersten Weltkrieg auslösen können. Entschuldigung. Ja, bitteschön. Ja? Was? Erzähl mir doch keine Märchen. Ihr seid ja wahnsinnig, holt ihn sofort zurück. Was ist? Jummen hat sich rüberschicken lassen. Verflucht, wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat. Kommen Sie, Senator. Was ist, Gary? Wo steckt er denn? Da drüben. Genaueres weiß ich auch noch nicht. Ein komisches Gefühl. Er steckt mal unter der Wüste und jetzt ist man mitten im Wald. Human. Ziemlich nass Human. Hier alles. Muss tüchtig geregnet haben. Human, können Sie mich hören? Na, brüllen Sie nicht so, Senator. Hab hinterm rechten Ohr einen kleinen Lautsprecher angeklipst. Sie sind jetzt mein kleiner Mann im Ohr. Lassen Sie Ihre faulen Witze, Human. Ja, für Sie sind unsere Experimente fauler Zauber, Senator. Aber jetzt wollen wir Ihnen das Gegenteil beweisen. Tony, nun erzähl endlich mal ein bisschen mehr. Wo steckst du? Ja, wo stecke ich hier? Auffallend idyllisch. Das ist fast enttäuschend. Ich dachte, die Natur oder die Geschichte oder was weiß ich, die würde sich was Entsprechendes einfallen lassen zur Feier der Stunde. Ja. Schließlich bin ich der erste Mensch, der in die Vergangenheit transformiert wurde. Ist ja mindestens so toll wie der erste Mann auf dem Mond oder auf dem Mars. Sieht alles verdammt normal aus hier. Ich komme höchstens vor wie ein Fallschirmspringer, der aus Versehen im Mischwald gelandet ist. Und daran sind sicher die Gurte schuld, an diesem Fallschirmspringergefühl. Ja, wahrscheinlich. Die sind hoffentlich noch fest angelegt. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Na ja. Au, Mensch! Toni, was los? Was ist denn, Toni? Ach, Mücken gibt's hier jede Menge. Saubiest, ich krieg dich, warte.
Hau doch nicht gegen das Mikrofon, Mann. Ach, die Viecher bleiben ja nicht ruhig sitzen. Das kannst du aber auch nicht erwarten. Eigentümlich. Schlägt man eine Mücke tot, die seit etlichen Mückengenerationen tot ist. Senator, soll ich Sie Ihnen als Beweisstück mitbringen? Moment, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Sie... Hey! Hört ihr das auch? Eine Dampflok oder sowas. Ja, ziemlich vorsintflutlich. Ich halte mal das Mikrofon in die Richtung. Vielleicht tut es noch mal. Fährt anscheinend über eine Brücke. Na, du pfeif schon. Ha, vielen Dank. Wie alt mag das Modell sein? Was meint ihr? Das klingt ein bisschen wie ein Westernfilm, so ein vorsintflutlicher Puffingbill mit Kuhfänger. Sieht aber nicht gerade nach Western-Westen aus hier. Du sieh dich mal ein bisschen um, Tony. Wenn man bloß wüsste... Hey, Kinder! Da hinten ist ein See. Hübscher kleiner See. Komisch. Gucken ja Büsche aus dem Wasser. Muss wirklich viel geregnet haben hier. Hast du das gehört, Toni? Ja, natürlich habe ich das gehört. Da ist jemand. Gefühl habe ich auch. Ich gehe mal näher ran. Aber vorsichtig, hörst du, vorsichtig. Jetzt wird's spannend, Leute. Hör mal, da ist die Stimme schon wieder. Ich sehe sie. Menschenskind, ich sehe sie. Ungefähr 2 Dutzend. Hantieren mit Sandsäcken. Wir singen irgendwas. Jetzt verstehe ich. Das ist ein Stausee, ein kleiner Stausee. Sie erhöhen den Damm. Davor ist eine kleine Schleuse. Warum lassen sie da nicht Wasser ab, komisch? 2 Schichten Sandsäcke haben sie schon gelegt. Jetzt kommt die dritte. Wie sehen die Männer aus? Was haben sie an? Der eine, das ist bestimmt der Vorarbeiter. Der trägt eine Melone und ein gestreiftes Hemd, rosa, mit Ärmelhaltern. Zigarre im Maul. Es sieht aus wie im Film. Ja, genau wie im Film. Neuer Lagebericht, meine Herren. Hab mich erfolgreich ans Camp rangeschlichen. Leider haben sie mir zu Ehren keinen Kalender aufgehängt. Aber ich sehe immerhin Folgendes. Ein Pferd. Na und, und? Und da drüben noch ein Pferd, macht 2 Pferde. Ja, ein Feuer, Klamotten zum Trocknen aufgehängt. Ein Holztisch und ein Paketchen drauf. Na ja, sicher Butterbrote. Und alles schön in Zeitungen eingewickelt. Hey, Leute, in Zeitungen. Moment, das werde ich gleich haben. Sei vorsichtig, Toni. Wo bleibt er denn jetzt? Ruhe, Senator, bitte. Hallo? Seid ihr noch da? Ja, natürlich. Komm, Mensch, red. Heißt Argus, das Blatt. Stammt aus Johnstown, Pennsylvania. Woher? Johnstown, Pennsylvania. Und das Datum? Wo steht denn das Datum? Na, du mach schon, mach schon. Ja, nicht ungeduldig werden, Sam. Das Datum lautet 30. Mai 1889. Wie war das Datum? Könnt ihr für einen Senator nicht im Verstärker ein bisschen aufdrehen? Kann doch hier nicht durch die Gegend brüllen. 30. Mai 1889, habe ich gesagt, Senator Clark. Den habe ich in der Zeitung, die einerseits gestern gedruckt wurde und andererseits schon ziemlich historisch ist. Heiliger Einstein. Sagten Sie 30. Mai 1889? Ja, steht hier jedenfalls. Da ich annehme, dass man auch hier die Zeitung vom Vortag ums Butterbrot wickelt. Was ist denn, Toni? Ich habe nur mal das Brot beschnuppert. Übrigens nichts Gescheites drauf. Na, mit der Wurst will ich mich lieber nicht anlegen. Ja, da wären wir also heute... Was heißt heute? Naja, wären wir hier, also ich hier, ne? Ja, jedenfalls nehme ich an, das muss jetzt der 31. Mai 1889 sein. Mensch, Kinder, da war ich noch nicht mal auf Kiel gelegt, nicht mal meine Eltern. Newman, sagen Sie, sind Sie ganz sicher, dass Sie... Ja, völlig sicher, Senator. Also jetzt stellt euch mal vor, Kinder, ich hätte hier einen anderen Jahrgang erwischt. Da könnte man also, wenn man Glück hat, eine Zeitung vor sich haben mit der Geburtsanzeige für einen Herrn Papa oder für die Frau Mama. Ja, oder sogar die eigene. Aber Toni... Du, Gary, stell dir mal vor, du liest deine eigene Geburtsanzeige und zwar druckfrisch und schreibst ein Gratulationskärtchen an die Familie. Euer geliebter Gary gratuliert euch zur Geburt eures geliebten Gary. Also ich hoffe, Sie haben jetzt genügend Freudenfeuer abgeschossen, Newman. Newman,
Wissen Sie, was am 31. Mai 1889 in Johnstown, Pennsylvania passiert war? Meine Schulbildung ist leider ziemlich lückenhaft, Senator. Am 31. Mai 1889 war oberhalb von Johnstown, Pennsylvania, der Staudamm gebrochen. Jetzt machen Sie aber Witze, Senator. Das ist leider kein Witz, sondern eine historische Tatsache. Wenn diese Zeittransformation wirklich stattgefunden hat und nicht bloß eine unverschämte Mystifikation ist, dann wären Sie an dem Damm, der in kurzer Zeit einbrechen wird. Herr Senator, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt... Das ist historisch. Am 31. Mai 1889 war oberhalb von Johnstown der Staudamm gebrochen. Ich weiß das zufällig sehr genau, meine Herren, aus familiärem Anlass. Diese Katastrophe hat über 500 Menschen das Leben gekostet. Und das werde ich Ihnen beweisen. Ich lasse sofort Material kommen. Mr. Creighton. Herr Senator. So lieb... Herr Senator. Ja? Wenn ich dazu was bemerken darf, ich... Newman, Sie verhalten sich jetzt ganz ruhig. Sie unternehmen nichts. Hören Sie. Sie dürfen nichts unternehmen. Nichts. Tony. Ja? Tony, die Sache stimmt tatsächlich. Die Kongressbibliothek gibt gerade die Informationen durch. Hör dir das mal an. Johnstown hatte Ende des 19. Jahrhunderts rund 28.000 Einwohner, mehrere Eisengießereien. Am größten und bekanntesten das Cambria-Gusswerk. Hier ist der Reiszimt. Ja, danke schön. Besonderer Stolz der Stadt, der Frischwasserstausee, 5 Meilen lang, 1 Meile breit, vom Stony Creek gespeist. Der Erddamm 250 Meter lang, 30 Meter hoch. Der See war von der South Fork Jagd- und Fischereigesellschaft gepachtet. Na gut, das habe ich jetzt alles zur Kenntnis genommen. Ist ja alles aktenkundig. Und nun soll ich hier im Gebüsch hocken und in Ruhe zusehen, wie das Ding zusammenkracht? So ein dickes Fell habe ich nur auch wieder nicht. Newman, hören Sie, Sie können und dürfen nichts ändern. Die Sache ist historisch, das steht in Büchern, darüber gibt es Zeitungsberichte. An der Sache ist kein Jota mehr zu ändern. Und das darf auch gar nicht versucht werden, das hätte unabsehbare Folgen. Senator. Haben Sie mich verstanden? Senator, wenn man gute 100 Jahre weiter ist und man hat das Material schön objektiv vor sich, da ist alles klar, sicher. Aber hier ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Wenn ich sehe, mit welcher Ahnungslosigkeit die hier Säcke aufreihen... Das reißt einem doch aus diesem Gebüsch raus. Außerdem sind hier Mücken. Holen Sie ihn zurück, meine Herren, augenblicklich. Ja. Tony, ich schalte jetzt auf Rücktransformation. Das habe ich mir gedacht, dass ihr darauf raus wollt. Aber da habt ihr Pech. Ich habe den Gott abgeschaltet. Über den Punkt brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist doch blanker Unsinn, was Sie da machen. Schalten Sie das Ding wieder ein. Entschuldigen Sie, Senator, aber ich muss mich über Sie wundern. Sie haben die ganze Zeit behauptet, was Sie hier vorführen, das wäre eine abgekaterte Sache, fauler Zauber, Humbug und so weiter. Und jetzt sagen Sie, ich soll zurückkommen. Sie setzen also voraus, ich wäre tatsächlich drüben. Und nicht beispielsweise im Nebenraum mit ein paar Tonbandkonserven. Ich weiß nicht, wo Sie stecken, Newman. Auf jeden Fall wünsche ich, dass Sie hierher zurückkommen, egal wie. Aber Senator... Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass zur Zeit dieser Flutkatastrophe Vorfahren von mir in Johnstown wohnten. Es tut mir leid, aber vielleicht könnte man noch jemanden retten. Aber hören Sie, das alles ist Geschichte. Das sind historische Fakten. Da dürfen wir nicht nachträglich eingreifen. Wo sollte das hinführen? Vielleicht dahin, dass ein paar Leute weniger auf der Verlustliste stehen. Das würde sich doch rentieren, oder? Begreifen Sie doch. Die Opfer dieser Flutkatastrophe sind abgezählt. Ihre Namen sind in Totenlisten und Kirchenbüchern verzeichnet. Das lässt sich mehr als ein Jahrhundert später nicht mehr ändern. Natürlich, aus Ihrer Position haben Sie recht. Aber bitte, ich sehe doch die Leute, wie sie hier rauchen, arbeiten und singen. Sie leben. Und solange sie leben, da kann man sie doch warnen. Nein, das ist nur eine optische Täuschung. Diese Leute sind längst tot und begraben. Sie können also nicht mehr eingreifen, Newman. Sie dürfen es nicht. Haben Sie das endlich kapiert? Ich weiß nicht, warum Sie so energisch werden. Weil hier jeder Eingriff unter Umständen noch viel schlimmere Katastrophen herbeiführen kann. Das ist mir zu hoch, Senator. Also hören Sie zu, Newman. Hören Sie zu, die Überschwemmung war furchtbar, ganz ohne Zweifel. Aber nachträglich betrachtet aus historischer Perspektive, da hat sie auch ihr Gutes gebracht. Wie soll denn das funktionieren? Indem beispielsweise als direkte Folge der Katastrophe in Pennsylvania eine Partei ans Ruder kommt, die auch heute noch das öffentliche Leben bestimmt. Und zwar zum Wohle aller. Diese Partei hatte damals zum Beispiel auf dem Gebiet der Gesundheitspflege geradezu revolutionäre Reformen durchgeführt, die bei der berüchtigten Typhusepidemie 1911 nachweislich Hunderte, ja Tausende von Menschenleben gerettet haben. Die zum Beispiel, Senator, ja? Sprechen Sie zufällig von der Partei, die Sie als Kandidat aufgestellt hat? Das spielt hier keine Rolle. Es geht hier um das Grundsätzliche. Und das verbietet jeden Eingriff. Naja, wie Sie meinen. Aber sagen Sie, Senator, wann passiert das eigentlich? Ich meine, wann war das passiert? Endlich werden Sie vernünftig. Der Damm hatte kurz nach 3 Uhr nachgegeben. Na, jetzt haben wir hier ungefähr Mittag, im Sonnenstand nach. Und wie war es zu dieser Katastrophe gekommen? Creighton, geben Sie doch bitte noch einmal den Bericht hier. Ja. Also nach dem Bericht hier war erstens das Abflussrohr geschlossen. Wenn man es ein paar Tage zuvor geöffnet hätte, wäre das Wasser nicht so hoch angestiegen, der Damm wäre nicht so stark belastet worden. Und zweitens die Schleuse. Der See war ja von dieser Jagd- und Fischereigesellschaft gepachtet und die wollte nicht, dass Fische abwandern. Deshalb war das Gitter ziemlich engmaschig Folge. Es wurde von Blättern, Treibholz, Schlamm und so weiter völlig verstopft. Ja.
Ja, mit mechanischen Mitteln wäre es zum Zeitpunkt der Katastrophe kaum noch zu reinigen gewesen. Man hätte es wegschweißen müssen, aber Acetylenbrenner gab es damals noch nicht. Sie sehen, es ist alles untersucht und aufgezeichnet. Da können Sie nicht... Vielen Dank für die Angaben. Hey, hallo! Hey, was ist denn? Was machst du denn, Toni? Seid nicht immer so neugierig. Hey, hallo! Sie, der Damm bricht spätestens in ein paar Stunden. Verstehen Sie mich? Natürlich verstehe ich Sie. Sie sprechen ja laut genug. Aber wozu, glauben Sie, schichten wir all die Säcke hier auf? Mit Sandsäcken können Sie das nicht aufhalten. Das Ausflussrohr muss geöffnet werden, sonst wird der Druck zu stark. Ist uns alles bekannt, Mister. Ist uns bestens bekannt. Na, warum lassen Sie da noch die dämlichen Sandsäcke stapeln? Das nützt nichts. Das nützt überhaupt nichts. Das wird hier alles überspült, weggeschwemmt und schon ist die Katastrophe da. Ja, ja. Die Katastrophe. Ja, ja, ich kenne das Wort. Newman, geben Sie es auf, kommen Sie zurück. Sagten Sie was? Nein. Also hören Sie doch, lassen Sie die Sandsäcke liegen und kümmern Sie sich um das Ausflussrohr. Eigentlich bin ich ja nicht verpflichtet, Ihnen Auskunft zu geben, Mister. Schließlich kenne ich Sie überhaupt nicht. Aber wenn es Sie beruhigt, Ingenieur Park kümmert sich bereits um die Angelegenheit. Er holt gerade Spezialbrecheisen. Ja. Und jetzt stören Sie sich weiter bei der Arbeit. Ruhig, schön ruhig so. Kriegst nachher Zucker, so viel du willst. Nur jetzt schön brav sein. Na los, komm. Hopp. Bist du verrückt, Toni? Newman, schalten Sie den Gurt wieder ein. Später, Senator, später. Ich hab nur noch was zu erledigen. Na los, hopp. Das Geräusch kenne ich nicht. Ich war nämlich schon mal im Kino. Ich knall dich vom Gaul. Ach, 1889 war das mit den Schießkünsten nicht so toll. Er trifft mich nicht. Wetten? Dafür wirst du gleich ersaufen. Na Mensch, wie soll ich nie ersaufen können, wenn ich gute 100 Jahre später noch lebe? Bist du mir erst mal vorwarnen? Alles! Sind Sie zufällig Ingenieur Park? Ja. Woher kennen wir uns? Mir wurde oben gesagt, Sie holen Spezialbrecheisen. Und weil Sie das Riesending da in der Hand haben... Sie kommen von oben? Wie sieht's aus? Sagen Sie erst, wie spät es ist. 2:05. Was, schon? Na, oder 2:04. Ah, dann sieht's schlecht aus. Verdammt schlecht. Dann kann's in einer Stunde passiert sein. Hoffentlich haben Sie Unrecht. Na, lass, komm! Hey! Newman! Ja, was ist, Senator? Sie reiten einem Phantom nach. Die Katastrophe ist aktenkundig. Selbst die Rolle dieses Park ist verzeichnet. Er wollte laut Untersuchungsergebnis das Ausflussrohr mit dem Brecheisen aufstemmen. Es gelang ihm nicht. Und an der Schleuse konnte er schon gar nichts ausrichten. Und dann? Was tat er dann? Dann war er ins Tal geritten, um die Bewohner zu warnen. Mit unterschiedlichem Resultat. Vielleicht lässt sich sein Resultat ein bisschen verbessern. Hey! Yeah! Der Damm bricht. Ihr müsst nach oben auf die Hänge, schnell. Ja, auf die Hänge, völlig klar. Ja, bitte, dann machen Sie es doch. Ja. Ist doch völlig sinnlos, dass Sie noch die Schafe scheren. In einer halben Stunde ist alles überschwemmt. Sie müssen weg hier, und zwar sofort. Wir müssen weg hier, selbstverständlich. Glauben Sie mir nicht, oder was ist? Ach, wissen Sie, das haben wir schon so oft gehört, dass eines Tages der Damm... Aber jetzt ist es soweit. Sie wissen ja selbst, wie viel es geregnet hat. Die Portion Wasser wird er auch noch halten können. Sowas wie Sie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was haben Sie denn da für eine komische Montur an? Diese Strippen und Stapsel da. Wie viele Hosenträger brauchen Sie eigentlich? Es geht hier nicht um meine Strippen. Es geht darum, dass ihr möglichst schnell dieses Tal verlasst. Ja, sehen Sie, genau diesen Rat möchte ich eigentlich Ihnen geben. Zugeflogene Vögel haben wir hier nämlich nicht gern. Also, husch, husch, sonst holt Papa die Schrotflinte. Gucken Sie sich mal Ihr Pferd an, das ist ja eine Schande. Völlig schweißbedeckt. Mensch, das zittert ja. Das machen Sie ja völlig kaputt, Sie. Aber das geschieht doch nur, um euch zu warnen. Toni, gib's doch auf. Sie, ich bin ein amerikanischer Bauer von altem Schrot und Korn. Ich kann nicht mit ansehen, wenn ein Pferd so zu Schanden geritten wird. Da steigt mir die Galle hoch, da sträuben sich mir die Haare auf der Brust, da werden mir die Knöchel weiß, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Nun suchen Sie nicht weiter nach Vergleichen. In wenigen Minuten steht hier alles unter Wasser. Hau bloß ab, du Pferdeschinder! Ach, ihr könnt einen zur Raserei bringen mit eurer Dickfälligkeit. Na, hey! Mieser Ausländer! Hau bloß ab, du Pferdeschinder! Brich dir deinen stinkigen Hals! Newman! Newman, hören Sie! Newman! Ja, was ist denn?
Ich habe Ihnen doch gesagt, es ist zwecklos. Die Leute glauben Ihnen nicht. Für die sind Sie verrückt. Geben Sie es auf, Sie reiten sich nur ein Wolf, das ist alles. Mir kommt das vor wie ein richtiger beschissener Film. Reiten, reiten. Aber in der Stadt sind die vielleicht vernünftiger. Sie reiten nicht in die Stadt, hören Sie, das ist ein Befehl. Ich verstehe nicht. Ich habe gesagt, dass Senator, Sie nicht... Senator, Sie haben oder hatten da doch Verwandte. Vielleicht kann man für die was tun. Es bleiben bestimmt noch genug Tote für einen Regierungswechsel in der Gegend. Human, Sie können nur alles durcheinander bringen, wenn Sie sich da einmischen. Dann nehmen Sie doch nur mal an, Sie warnen irgendein Kind. Es soll weglaufen auf die Höhen. Und es rennt stattdessen zurück, runter in die Stadt. Will die Eltern warnen oder irgendwelche Tanten. Und es kommt dabei um, in der Flut. Wissen Sie, was Sie damit unter Umständen anrichten an der Nachkommenschaft? Na gut, dann sage ich den Kindern eben, sie sollen ihre Eltern ersaufen lassen und lieber an den Nachwuchs denken. Ja, ja, ja. Sie haben völlig recht, Mister. Es müssen sofort entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Gut, dass Sie mich hier im Saloon gefunden haben. Ich bringe Sie jetzt zum Bürgermeister. Sie erzählen ihm alles und er veranlasst das weiter. Na, endlich. Sie sind der erste vernünftige Mensch hier, Sheriff. Nicht alle Polizisten sind so schlecht wie Ihr Ruf. So, hol gleich den Doktor, ja? Dieser arme Kerl hier hat den Gaul zusammengeritten, um uns zu melden, dass die Flut kommt. Ist völlig am Ende. Sag dem Doktor, wir sind beim Bürgermeister. Du weißt ja Bescheid. So, nun kommen Sie, Mister. Ich werde Ihnen etwas unter die Arme greifen. Sie haben ja das große Zittern. Danke, danke. Ich kann allein gehen. Nein, nein, nein. Ich halte Sie besser fest. Nicht, dass Sie mir plötzlich umkippen. Wirklich, es geht noch. Lassen Sie nur. Ich kenne mich da aus. Tony, Tony, hörst du? Hä? Hä? Mir ist ja wohl klar, wo er dich hinbringen will, oder? Meinst du, der will... Was meinen Sie? Ach, ich habe nur was zu mir gesagt. So, naja, naja, das wird ja alles gleich viel, viel besser werden. Tony, schalt den Gürtel ein. Nee. Gut, dann musst du eben rennen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toni, los, bring dich in Sicherheit. Verdammt nochmal, es wird Zeit, dass du zurückkommst. Könnt ihr mir nicht ein Megafon und ein Glas Bier rüberschicken? Sonst noch was? Ja, wenn dann kein Nickel und mich rüberkriegt, werdet ihr das wohl auch noch schaffen. Kann von mir aus Dosenbier sein, ihr müsst nur einen Öffner beilegen. Du kriegst gleich Feuchtigkeit genug in den Hals, wenn ich bald den Gurt einschalte. Da mit dem Salat, es geht los. Gurt einschalten, schnell, schnell. War das der Damm? Du schalt schon den Gurt ein. Ja, nur nicht nervös werden. In Notsituationen äußerste Ruhe bewahren, das ist eine Lebensregel. Human, bringen Sie sich in Sicherheit. Senator, Sie haben doch die Unterlagen. Welches Stadtgebiet wurde nicht überschwemmt? Sie kommen augenblicklich zurück, Human. Welches Gebiet wurde nicht überschwemmt, Senator? Ich frage Sie ultimativ. Wenn ich hier versaufe, kriegen Sie Schere rein. Also gut, oben an der Trinity-Kirche, daneben das Tuchlager von Meyer und Babek. Ja, das Bonbon-Geschäft. Reicht schon, danke schön. Hey, Leute, rauf zur Kirche, zu Meyer und Babek. Na, dann lauf doch schon, ihr Flaschen! Ach, wie kann man bloß so verdammt unpraktisch angezogen sein? Ah, siehste? Da schwimmt schon einer. Hören Sie, Newman! So viel Wasser habe ich noch nie gesehen, nicht mal im Kino. Na los, Leute, lauf doch schon! Hopp, hopp, Leute! Tempo, Tempo, Tempo! Tante Grace! Tante Grace! Was macht er? Tante Grace! Hey, Kind! Kind, warte, ich komme! Nicht untergehen! Verdammt nochmal, nicht untergehen! Ich komme doch! Nicht untergehen, habe ich gesagt! Die suchen wir nachher. Wir müssen jetzt rauf. Komm, ich trag dich. Jetzt müssen wir zu Meyer und Brabeck. Da sind wir richtig. Ja. Ja. Da. Ganz ruhig. Tony, wo steckst du? Was ist los? Wo bist du? Jetzt ist die Verbindung abgerissen. Dann stellen Sie sie wieder her. Ja, ich bin ja doch dabei. Tony, hör doch. Tony. Tante Grace, Tante Grace.
Ah, die wird schon wieder auftauchen. Wir haben keine Verbindung mehr. Holen Sie ihn endlich zurück! Sie hören doch, dass wir keine Verbindung mehr haben. Tony! 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 Ganz ruhig, mein Kind. Das böse Wasser läuft uns jetzt nicht mehr nach. Die Tante schwimmt bestimmt oben. Jetzt sind wir erstmal froh, wir beiden, dass wir es geschafft haben. So, komm. Tony, melde dich doch. Was ist denn? Kriege ich endlich mein Bier? Na Gott sei Dank, da ist er ja wieder. Newman, haben Sie das Kind gerettet? Ja, gerade noch am Schlafittchen gekriegt. Damit wäre mein Scout-Gewissen wieder mal beruhigt. Meine gute Tat für heute ist getan. Tante Grace. Ja, komm, beruhig dich, mein Kind. Eine Tante findet sich immer. Creighton, sagen Sie ihm, er soll den Gurt einschalten. Wir kriegen ihn schon wieder zurück, Senator. Wie heißt du denn? Julie. Aha, Julie. Und wie noch? Julie Bone. Schau mal, Julie. Du bist doch ein vernünftiges Kind. Newman, wie heißt das Kind? Das hat sie doch eben selber gesagt. Julie Bone. Nicht wahr, so heißt du doch. Ja, ich heiße Julie Bone. Julie Bone? Sie heißt Julie Bone? Ja, Senator, Julie Bone. Sie heißt Julie Bone. Steht sie in Ihrer Liste auf der verkehrten Spalte? Ja, das ist wie doch alles möglich. Wie alt bist du denn, Julie? 8, ich bin 8. Ja, das ist doch nicht... Das ist ja... Ist was, Senator? Julie Bone. Ausgerechnet Julie Bone. Ich verstehe Sie nicht, Senator. Ja, meine Großmutter hat damals in Johnstown gelebt. Sie war damals 8 Jahre alt. Und sie hieß Julie Bone. Sie hat zufällig die Flut überlebt. Also wirklich, das ist ja... Ich hab's ja geahnt. Zu toll, die Geschichte. Ihr seid mir für ein Paar. Good night, Grace. Thank you, and God bless you. Thank you.